Eigentlich haben sie allen Grund zur Freude, denn Charlize Theron und Sean Penn scheinen miteinander die ganz große Liebe gefunden zu haben. Nach Charlize Beziehungsaus mit Schauspielkollege Stuart Townsend und zwei gescheiterten Ehen für Sean Penn turteln die beiden nun schon seit über einem Jahr auch in der Öffentlichkeit. Im November 2014 soll dieses Glück letztendlich sogar in einer Verlobung unter dem Eiffelturm gegipfelt haben. Warum dann also diese miese Laune? Nach einer Party in West Hollywood stellen sich die beiden im Auto den Paparazzi. Er sitzt auf dem Beifahrersitz, sie rast sichtlich genervt und mit vor ihr Gesicht gehaltener Hand davon. Ein kleiner Beziehungsstreit auf der Feier oder sogar Ärger im Beziehungsparadies? Das bringt uns auch zu der Frage, ob die beiden überhaupt wirklich verlobt sind. Immerhin trägt die Schauspielerin trotz angeblicher Heiratsfrage noch keinen Ring am Finger. Hinzu kommt, dass der Sprecher von Sean Penn die Gerüchte um eine Verlobung als reine Spekulation abtat. Das dementiert den Antrag zwar nicht, bestätigen tut es ihn aber auch nicht. Dabei wäre es doch so schön, wenn die beiden Schauspielstars endlich die Liebe ihres Lebens gefunden hätten. Und so erklären wir uns die miese Stimmung der beiden einfach mal mit dem Paparazzi-Alarm. Schließlich war es ihr erster öffentlicher Auftritt, nachdem eine US-Zeitung die scheinbare Verlobung der beiden bekannt gab. Klar, dass da jeder ein Foto wollte. Und mal ganz ehrlich, wen würde so ein Blitzlichtgewitter nicht beim Autofahren stören?